Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute Nachrichten für euch. Ich krieg schon wieder einen Hals dabei. Wie ihr alle wisst, aber bevor wir damit anfangen, es wird heute darum gehen, das sage ich euch jetzt schon, anders als Activision und Treyarch uns versprochen haben zu Zeiten, wo noch BO3 angesagt war, es wird DLC-Waffen geben und die ersten werden demnächst schon kommen. Ich habe die letzten Stunden, wirklich mehrere Stunden während der Arbeit damit verbracht, auf reddit.com und auf Twitter die Beiträge zusammenzusuchen, damit ich auch beweisen kann, dass diese Bilder von den Waffen und die Ankündigung ich mir nicht ausgedacht habe. Und ich habe genug Material gefunden, um euch in diesem Video alle DLC-Waffen zu zeigen, die demnächst kommen werden. Und ich bin mehr als nur enttäuscht davon, denn es wurde uns versprochen, es kommen keine DLC-Waffen, außer mit optischen Veränderungen, weil ein Visier anders ist oder eine Farbe oder ein Muster. So wie sich es herausstellt, sind diese DLC-Waffen, ich werde euch jede einzelne zeigen, plus den Beweis, wo das herkommt. Leider kann ich die Beiträge nicht mehr verlinken bei Twitter und bei Reddit, denn die sind wieder rausgenommen worden. Das ist alles von einem Designer gekommen, der bei Treyarch im Unterstudio gearbeitet hat und für die Waffen zuständig war. Der scheint dort nicht mehr zu arbeiten, hat aber ein paar Internas geleakt. Erstmal, bevor ich euch die erste Waffe zeige, Leute, schaut bitte einmal nach, ob ihr, wenn ihr mich schon abonniert habt, auch die Glocke anhabt. Das ist dieses kleine hässliche Vieh rechts in der Mitte. Wenn ihr das noch nicht habt, macht es gern einmal und habt ihr es doch und kriegt manchmal keine Benachrichtigung. YouTube nervt mich nämlich tierisch. Tut mir einen Gefallen und schaut nochmal nach, dass ihr sonst auf Deabonnieren und Neuabonnieren drückt. Vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit dafür. Hier seht ihr jetzt erstmal die allererste DLC-Waffe, die wir haben. Das ist definitiv die Vapor, würde ich sagen. Diese Vapor ist geleakt worden, noch bevor Black Ops 4 und noch bevor die Beta bei uns war. Das ist absolut krass, denn derjenige, der diese Sachen gemacht hat, hat also schon vor der Beta, wo uns versprochen wurde, es wird keine DLC-Waffen geben, wusste da schon, was kommen wird. Sieht auf jeden Fall krass aus. Ich bin von der Form her sehr gespannt, ob sie sich groß verändern wird zur Vapor, die wir im Spiel kennen. Man muss dazu auf jeden Fall bedenken, dass diese Waffe andere Stats bekommen wird als die Original-Vapor. Das heißt, es kann sein, dass die Feuerrate höher ist und dafür die Präzision weniger oder. Treyarch hat uns also im Prinzip, um das mal ganz ehrlich zu sagen, einmal wieder verarscht. Nur damit sie wieder DLC-Waffen rausbringen können, die mehr Geld in die Kasse spülen, denn ihr erinnert euch an die XMC aus Black Ops 3 mit Sicherheit. Als die als DLC-Waffe rauskam, hat sie nicht ein Patch gebraucht, nicht zwei Patches, sondern drei Patches, bis sie nicht mehr so OP war. Und trotzdem hat sie jeder danach gespielt, nach dreimal schlechter machen, weil es immer noch die beste Waffe war, die es in dem Spiel als MP gab und es immer noch mit Sturmgewehren auf Entfernung aufnehmen konnte. Und jetzt kommt das Beste, wir haben auch einen Beweis, warum diese Waffenzeichnung von dem Zeichner und von dem Mitarbeiter original und richtig ist. Ich zeige euch jetzt nämlich mal das nächste Ding hier, und zwar ist es die MX9. Das ist eine Waffenvariante, die man jetzt aktuell bekommen hat über den Battle Pass, über den Schwarzmarktpass. Diese Variante ist schon vor über 4 Wochen von ihm bestätigt und auf dem Twitter-Account hochgeladen worden. Vor 4 Wochen war noch gar nicht klar, was für ein Battle Pass es geben wird oder dass es einen geben wird und wie das aussehen wird. Das bedeutet also, Treyarch hat von Anfang an geplant und auch dafür vorbereitet, dass sie Kohle kassieren durch DLC-Waffen, die reinkommen. Und ich habe mich die letzten Tage schon wirklich sehr, sehr krass gewundert, denn wenn ihr jetzt mal bedenkt, jetzt aktuell das Halloween-Event ist vorbei, Dead of the Day oder wie das da heißt, und wir haben noch keine Waffenvariante bekommen. Noch keine einzige Waffenvariante für das Ganze. Deshalb bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass eine der Waffen, hier seht ihr auch gleich noch die nächste Waffe, die sieht aus wie eine ICR. Hier könnt ihr mal reinschauen. Da bin ich 100% der felsenfesten Überzeugung, dass demnächst Waffenvarianten kommen werden, die wir bisher noch nicht bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das durch den Schwarzmarkt passieren wird. Ich weiß nicht, ob das Ganze eventuell anstatt durch den Schwarzmarkt durch den Blackjack-Job kommt.
Das heißt, man muss diese Waffenvarianten dann direkt kaufen. Der Schwarzmarkt geht, soweit ich das bisher gesehen habe, unendlich. Dieser Battle Pass ist, ich habe einige gesehen, die sind bei Level 380. Es steht ja, es geht nur bis 200. Die sind bei 380 und schalten immer noch neue Sachen frei. Es ist auch geleakt worden, dass in diesem Battle Pass eine SG-12, dass diese Kackschrotflinte-Variante drin ist, die absolut pornös aussehen soll. Davon habe ich noch nichts gesehen. Ich bin beim Battle Pass bei 120 ungefähr. Es fehlt also noch ein bisschen. Und wenn ihr bedenkt, dass es über 450 Stufen, die es jetzt schon bestätigt sind, gibt, dann bin ich wirklich mehr als gespannt, was hier demnächst noch kommt. Denn wir haben bisher keine verschiedenen DLC-Waffen gehabt, keine großen Waffenvarianten, außer von der ICR, von der Titan, von der Shotgun und von der MX-9. Wir haben ja aber fünfmal so viele Waffen, wie wir Varianten aktuell da drin hatten. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass Preyash das wieder sehr, sehr schlau machen wird mit ihren Mikrotransaktionen und dass ihr später überpowerte DLC-Waffen zu 100% über den Blackjack-Shop kaufen könnt. Sprich, da, wo ihr sonst die Waffen ja jedes Mal seht, beziehungsweise wo ihr sonst immer nur diese Bündel seht, jetzt aktuell seit 2 Tagen ja draußen. Ich bin genervt davon, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es fuckt mich mega ab. Ich blende euch hier die Waffe jetzt nochmal ein. Ich weiß nicht, was das... Es ist ein Sturmgewehr auf jeden Fall. Es wurde ja auch schon bestätigt, dass eine Manowar rein soll. Eine Manowar aus Black Ops 3. Ich gehe davon aus, dass das Richtung Weihnachten geht, wenn man den ganzen Weihnachtsnoob auch noch Geld aus den Taschen ziehen kann. Und wenn ihr euch das Ding hier mal anguckt jetzt, Leute. Diese Waffe ist natürlich keine Manowar, aber ich weiß nicht, was sie sein soll. Wenn man sich hier so ein bisschen das obere anguckt mit dem Totenschädel drauf und hier hinten, das sieht für mich aus wie ein Messer. Es sieht schon krass aus, aber ich weiß nicht, was für ein Sturmgewehr es am Ende sein soll. Was ich aber weiß, all diese Waffen werden demnächst reinkommen und all diese Waffen werden unterschiedliche Waffenstats haben. Ich bin genervt davon, ich bin schockiert, ich verstehe nicht, warum man sich nicht an die Probleme mit der Titan hält. Die Titan ist immer noch das stärkste Maschinengewehr und die stärkste Waffe overall in dem Game. Und sie haben es nach dem zweiten Patch immer noch nicht hingekriegt, die Kernaspekte von dem Ganzen zu ändern. Sie haben den Speed beim Zielen runtergesetzt. Das heißt, die Leute zielen schon vorher und pre-aim einfach. Das Problem an dieser Waffe ist der Schaden. Der Schaden. Ein Sturmgewehr braucht 5 bis 6 Schuss, außer Rampart mit den richtigen Aufsätzen. Und KN mit 4 Schuss mit den richtigen Aufsätzen auf die richtige Entfernung. Die Titan schießt genauso schnell, hat 150 Schuss im großen Magazin, hat den Aufsatz Panzerbrechen 2 und macht mit 3 Shots Gegner down. Das ist ein Problem und daran muss man endlich arbeiten. Nuketown ist das absolute Geschwitze, weil jeder ehrenlos ist und der Auffassung ist, er muss mit der Titan spielen. Für mich sind Titan-Spieler Noobs. Sobald diese Titan endlich mal richtig gepatcht wurde, wissen die Leute nicht mehr, was sie tun sollen und fangen an zu jammern, weil ihre geliebte Waffe weg ist. Deshalb lieber vorher, Leute, lasst uns ein Agreement machen, scheiß auf die Titan, nehmt die Maddox, nehmt die KN, nehmt die ICR, nehmt alles, ist mir kackegal, aber lasst uns ohne Titan spielen. Und das wird natürlich nicht so einfach sein, aber auch bei Turnieren freue ich mich drauf, wenn BO4-Turniere ohne Spezialisten sind. Ohne Spezialisten ist es einfach viel, viel besser. Aber anstatt, dass man sich bei Treyarch um diese Probleme kümmert, die wir aktuell einfach haben, woran wir nichts ändern können, haut man jetzt noch verschiedene DLC-Waffen raus, egal wie die aussehen, egal wie die sind. Es interessiert die Leute dort nicht mehr, es interessiert die Leute nicht mehr, wo die Waffen herkommen. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf DLC-Waffen? Werdet ihr euch kaufen? Ich bin wirklich sehr gespannt. Und damit ihr einen kleinen Anreiz habt, in dieser Diskussion noch teilzunehmen, schreibt unten rein. Ich werde unter 2 Leuten, die unten kommentiert haben, im nächsten Video, was morgen oder übermorgen kommt, kommt darauf an, ob ich ein Thema habe, worüber ich sprechen möchte. Wenn ich kein Thema habe, was mich nicht interessiert, lade ich einen Tag auch mal kein Video hoch. Dann werde ich 2-mal die Namensänderungen bei PSN verlosen. Ich kann das jetzt auch selbst mittlerweile, wie ihr unten seht, bei mir steht Schepperfeuer-YouTube, vorher war es nur Schepperfeuer. Das ist kostenlos für euch, schreibt einfach unten in die Kommentare. Mich würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet, denn ihr seid so wie ich die Leute, die das Ganze eigentlich kaufen sollen. Habt ihr Lust, euch DLC-Waffen zu kaufen? Findet ihr das fair? Sprecht darüber, schreibt in die Kommentare. Lasst ein Like da, das würde mich wirklich freuen, dass ihr ein bisschen positive Bewertung bei dem Video raushaut. Und ich hoffe, ich habe euch das alles so klar wie möglich erklären können. Ich bin raus, haut rein, ciao.